Zeit für unser Tastro-Video, denn wir bewegen uns direkt auf den meiner Meinung nach besten Neumond des Jahres zu. Das wäre Neumond in Stier, okay? Freunde, ich bin hier wieder ausgestattet mit all meinen Decks und meinen ganzen Notizen hier. Es sind heute nicht ganz so viele Notizen, aber für diejenigen, die ein bisschen deeper drin sind oder die viel so in Richtung Manifestieren machen, für euch ist das Video oder das Intro, ja, ich denke, ziemlich informativ und ihr könntet wahrscheinlich auch Zettel und Stift zur Hand nehmen. Also, Freunde, lasst uns loslegen, okay? Und zwar erwartet uns der Neumond in Stier am Dienstag, den 8. Mai 2024 um 5.21 Uhr in 18 Grad Stier, ja? Also alle Leute, die irgendwie Planeten um 17, 18, 19 Grad in diesem Zeichen haben, ihr werdet auf jeden Fall am meisten davon mitbekommen. Dieses Datum und die Uhrzeit war für mich allein schon, ich war schon hyped. Ich habe nämlich das Datum und die Uhrzeit auseinandergenommen und so ein bisschen mit in Tarot reingeschoben. Und zwar, ja, der Neumond beginnt, nicht beginnt, erwartet uns am 8. Tag im Jahr 2024. 2024 reduziert sich auch auf 8 und die Uhrzeit 5.21 Uhr reduziert sich auch auf 8. So haben wir hier schon mal 888, ja? Numerologisch 8 eine Zahl von Fülle, Erfolg, Harmonie oder auch etwas zu meistern. Für mich persönlich auch immer so ein bisschen ein karmischer Aspekt und ich hatte ein Wassermann-Reading, wo diese Zahl ganz, ganz wichtig war. Ich werde es hier oben verlinken, geht es euch anschauen, hängt euch bitte nicht am Zeichen auf. Leute, ich sage es immer wieder, es geht um die Botschaft, nicht um das Sternzeichen. Ja? Das kann also jetzt genauso gut als kollektives Reading dienen. So, außerdem erwartet uns der Neumond im Monat 5. 5 in Tarot repräsentiert den Hierophanten. Was ist der Hierophant? Es ist uns quasi eine Lektion, eine Lehre. Ja, es geht darum, ja, Lektionen und Lehren zu integrieren und dann mit diesem neuen Wissen quasi weiterzumachen und möglichst nicht denselben Fehler zu machen. Ja, zudem findet der Neumond am Dienstag statt und Dienstag ist ein Merkurtag. Ja, jeder Tag wird von einem Planeten regiert. Und Dienstag ist der Merkurtag und witzigerweise ist auch 5.21 Uhr die Merkurstunde. Ja? Merkur repräsentiert das Zeichen Zwillinge. Und welche Tarotkarte repräsentiert das Zeichen Zwillinge? Die Liebenden. Okay? Also, Freunde, Merkur repräsentiert die Liebenden. Die Liebenden ist Karte Nummer 6. Nummer 6, eine Harmonie, eine Zahl von Harmonie, Balance, Liebe und Ausgleich. Dann haben wir das Jahr 8, ja. Nummer 8 repräsentiert Erfolg, Fülle, etwas zu meistern. Für mich persönlich auch ein bisschen so Karma-Dinge, ja, Endlosschleife. Und dann haben wir den Monat 5. Nummer 5, Wandel, Aufgaben und etwas lernen. Ja, wenn wir diese Zahlen jetzt addieren, kommen wir auf die Zahl Nummer 19. 19 ist die Karte der Sonne. So. Die Sonne, muss ich glaube ich nicht erklären, ist die beste Karte im Deck. Ja, wir fühlen uns gut, wir fühlen uns warm, wir fühlen uns geliebt. Wenn wir in der Sonne allein nur schon sitzen, ja, aber die Sonne bringt uns auch Klarheit. Die bringt uns Klarheit zu den Dingen, die wir vorher vielleicht nicht sehen konnten oder wollten. Und wenn wir 19 reduzieren, dann sind wir bei der Zahl 10. Ja, 10 immer ein Ende und ein Neuanfang, bedeutet also 0 und eine 1. 0 haben wir das, haben wir die Karte Nah, ja, den Nah, und dann 1 ist die Karte der Magier, ist die Karte des Magiers. So. Warum finde ich das super? Weil dieser Neumond sowieso ein, ich sag's mal, Manifestation Mastermond ist, ja. Für alle diejenigen, die deep im Manifestieren drin sind oder die die ganzen letzten Monde schon Hummeln im Arsch hatten, wo ich immer gesagt habe, manifestiert nicht, Leute, lasst lieber los. It's go time, bitch. It's fucking go time. Das ist dein Zeichen, okay? Das ist dein Mond. Es ist jetzt Zeit, alles an Manifestierungspower, die du hast, einzusetzen. Okay, Freunde? So, Körperstellen, die dieser Mond betrifft, wären einmal der Hals, der Nacken, die Stimmbänder, die Schilddrüse, unser Kehlkopf und die Mandeln. Es ist außerdem keine gute Zeit für OPs, ja, also passt auf, ich weiß nicht, wie es bei euch wettertechnisch aussieht. Wenn es ein Auf und Ab ist, so wie hier, dann guckt, dass ihr irgendwie ein dünnes Tuch um den Hals tragt oder einen dünnen Rolli oder sowas, dass ihr die Halsregion schützt und euch da nicht irgendwie erkältet. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, seid vorsichtig.
vorsichtig mit Übungen, wo man sich den Nacken kaputt machen kann oder ein Gewicht auf dem Rücken liegen hat und dann irgendwie umkippen. Ja, wenn ich zum Beispiel Good Mornings mache mit der Hantelstange im Rücken und ich gehe nach vorne und das Gewicht ist zu schwer, kann ich durchaus nach vorne kippen und mir die Hantelstange in den Nacken hauen. Passt bitte wirklich gut auf euch auf. Ja, während diesem Vollmond, während diesem Neumond, warum sage ich mal Vollmond? Vielleicht, weil ich Schütze bin und der nächste Vollmond in Schütze ist, okay? Wird übrigens auch ein Topmond, okay? Naja, jedenfalls schützt eure Hals- und Nackenpartie, weil wir wollen keine Verletzungen. Themen des Neumonds sind einmal Fülle, ja, Sicherheit, den Wandel als Teil des Lebens zu akzeptieren. Da habe ich mir nochmal den Hierophant in Klammern gesetzt, denn nochmal, ja, hier geht es wirklich darum, Lektionen und etwas, was wir lernen, zu integrieren und dann mit dem Wissen weiterzumachen. Und Wandel ist so ein bisschen, es ist manchmal so, als wäre die ganze Welt ein fixiertes Zeichen, ja, ein fixiertes Sternzeichen, weil sobald Wandel ins Spiel kommt, und egal, ob es nachher gut oder schlecht ist für die Person, Wandel, da sind alle immer anti. Etwas tun, Veränderung, nein. Ja? Also Leute, akzeptiert den Wandel als Teil des Lebens. Dann geht es ganz, 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 ganz dick um Selbstrespekt, Selbstakzeptanz und Selbstliebe und zwar außerhalb der materiellen Dinge. Wer bist du und wie definierst du dich, wenn man dir alle Statusdinge nimmt, ja, alle Dinge im Außen, heißt dein Bankkonto, dein Auto, dein Haus, dein Job, deine Schönheitsprodukte, deine Designer-Handtaschen oder Designer-Klamotten oder was auch immer, deine Rolex am Arm, was auch immer du trägst, im Außen, was Status, ja, oder irgendeine Form des Respekts im Außen dir geben könnte oder wo du dich selber drüber definierst. Wer bist du, wenn man dir das alles nimmt? Ja, es geht darum, Selbstrespekt, Selbstakzeptanz und Selbstliebe im Inneren zu finden zu diesem Mond. Dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Pausen ist ganz besonders ein Thema für alle Energiearbeiter, alle Lichtarbeiter, Reiki-Menschen, Coaches, ja, all die Menschen, die sich quasi der Probleme anderer annehmen, ja, die als ewiger Kummerkasten fungieren, ja, auch im Privaten. Wenn du diejenige bist, die immer der Gruppentherapeut ist für die Freunde oder der Familientherapeut oder der Mentor oder Mediator oder sonst irgendwas, das ist dein Zeichen, eine Pause einzulegen, okay? Cut it off, lass die Leute, lass die Babysitterrolle für die Leute, sondern kümmere dich um dich selber. Ja, was hast du vielleicht gerade auf dem Herzen? Möchtest du dich vielleicht mal irgendwo anlehnen? Hast du vielleicht mal ein Problem? Und an wen wendest du dich? Ja, auch das zu reflektieren. Wer ist für dich da? Ja, das zu reflektieren und da auch einfach mal eine Pause einzulegen. Ihr dürft also durchaus während des Monds mal einfach einen Tag frei machen. Ja, ich werde es machen, ich werde meinen Kalender blockieren. Bei mir könnt ihr nichts buchen, okay? Und dann geht's weiter und zwar Thema Einklang. Ja, wie sehr bist du im Einklang mit dir und mit den Dingen und Menschen, Situationen um dich herum? Hier auch nochmal eine random Erinnerung an der Seite. Wer nicht mit meinem Channel im Einklang ist, ja, wem nicht gefällt, wie ich spreche, was ich sage, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme, dass ich euch nicht von Kobolden und der ewigen Liebe und Soulmates und weiß ich nicht was erzähle, sondern dass ich euch trocken hier sage, was es ist. Leute, fühlt euch frei, hier wirklich den Channel zu verlassen, ja, im Grunde, keiner zwingt euch, ich zwinge euch nicht, meinen Channel zu abonnieren, ich zwinge euch nicht, meine Videos zu gucken, mir ist es egal, ja, weil die Leute, die mit mir resonieren, sind so viel größer und ich weiß, dass es auch immer jemanden, für eine Person, die geht, das ist im wahrsten Sinne des Wortes auf meinem Channel so, für eine Person, die geht, habe ich 30 neue, die kommen, ja, also wenn du merkst, du bist nicht im Einklang mit dem, was ich sage, tu dir selber einen Gefallen, das meine ich wirklich von Herzen so, weil mir tust du damit keinen Gefallen, tu dir selber den Gefallen und entferne dich. Ja, wie muss das Leben sein, wenn man sich täglich Sachen anguckt, die einen so sehr triggern, dass man irgendwie Wut empfindet oder sonst irgendwas, wenn man dann nicht in der Lage ist, in sich zu gehen und zu reflektieren, warum man getriggert wird. Ja, wenn man noch so sehr im Außen ist, dass man das gar nicht checkt. Dein Leben muss ja voller Hass sein. Da braucht ja kein Mensch, Leute, bitte. Da will ich nicht, da will ich no parts, okay? Fühlt euch frei zu entabonnieren. So, dann ganz klar, Ziele reflektieren und die Saat für die Zukunft zu sehen ist auch ein Thema. Ja, heißt also, reflektiere, was sind deine Ziele, was hast du dir vielleicht vorgenommen, was tust du dafür, was tust du nicht dafür, wie fühlst du dich dazu, was sind deine Glaubenssätze dazu und dann eben zu sagen, hey, hier kann ich vielleicht nochmal einen Samen säen, ja, und gucken, wie sich das Ganze entwickelt.
So, dann, welche Planeten sind im Zeichen Stier? Wir haben hier eine Fünffachverknüpfung und das ist ein bisschen hardcore. Ja, das ist ein Cluster, nennt man das, oder Stellium in einem Zeichen. Und zwar sind das Sonne, Venus, Jupiter, Uranus und der Mond. Ja, die Sonne steht fürs Selbst, Venus repräsentiert die Liebe, die Romantik, unsere Verlangen, die Anziehung, die schönen Dinge, Ästhetik, aber auch unsere Finanzen. Jupiter repräsentiert Glück, das können wir alle gebrauchen. Uranus repräsentiert unerwartete, unkontrollierbare Veränderungen, Wandel und Revolution. Und dann haben wir den Mond als der oder der unsere unser Unterbewusstsein, unsere Emotionen repräsentiert. Ja, diese spezifisch drei Planeten aus dieser Konstellation, ja, und das wären einmal Sonne, Venus und Jupiter, bringen uns Positivität und es ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Leidenschaften zu vertiefen oder vielleicht auch zu entdecken. Ja, manchmal weiß man ja gar nicht so wirklich, was man gerne mag, bevor man es nicht ausprobiert hat. Ja, also schaut einfach mal, was euch beliebt. So, jetzt, warum ich sage, das ist der beste Neumond des Jahres, es ist, weil wir alles vervielfachen können. Das geht aber auch mit einer Warnung einher. Ja, also Menschen, die positiv gestimmt sind, ich bin zum Beispiel einer davon, ich sehe diesen Mond als yay, ich kann Dinge, die ich in der Zukunft machen möchte oder wo ich gemerkt habe, ah, da fehlt mir ein bisschen Power, um das zu manifestieren. Ja, ich nutze den Mond, um diese Dinge zu vervielfachen. Die Warnung ist für diejenigen, die, also ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück, aber trotzdem sage ich es jetzt auch nochmal, die Warnung ist für diejenigen, die nicht verstanden haben, dass ihr euch nicht aussuchen könnt. Nur weil ihr sagt, ihr wollt eine Sache nicht, heißt es nicht, dass das Universum das versteht. Ja, wenn ich habe das hier in den Kommentaren immer, Leute gucken sich seit Jahren, ja, und die Leute verstehen, die vergessen irgendwie, dass ich ja den Überblick habe, auch in den Analysen. Ja, ich kann ja auch sehen, wer immer am meisten kommentiert, etc. Und ich sehe hier Leute teilweise seit anderthalb Jahren sagen, oh, ich will die Person nicht und hoffentlich kommt diese eine Person nicht wieder auf mich zurück. Bruder, du sagst es seit anderthalb Jahren. Du beweist ganz klar, dass du eigentlich hoffst, dass die Person zurückkommt. Ja, sonst würdest du nicht Binge-Watching betreiben und immer wieder dasselbe von dir geben. Ja, ganz klar, Leute, wenn ihr Situationen habt, von denen ihr angeblich nicht möchtet, dass sie in euer Leben kommen, ja, dann nehmt auch den Fokus darunter, weil das Universum versteht nur Fokus. Das versteht nicht Worte, das versteht nicht, oh, will ich nicht oder weinen, sondern das Universum, Gott, wie auch immer ihr es nennen möchtet, versteht nur den Fokus. Das heißt also, du kannst so oft wie du willst sagen, du willst dieses toxische Girl, diesen toxischen Boy nicht mehr in deinem Leben. Wenn du trotzdem immer Readings zu der Person guckst, was die Person auf Social Media postet, guckst, ob sie in deinen Views drin ist. Warum überhaupt ist da noch eine Möglichkeit, dass die Person in deinen Views drin ist, ja? Wenn du immer wieder über dasselbe Szenario redest, was übrigens auch Manifestationen scheitern lässt, dann ist das etwas, worauf du den Fokus legst und du wirst davon mehr bekommen, ja? Die Person wird dir entweder weiter auf den Sack gehen oder sie wird wieder in dein Leben kommen oder du wirst dieselbe Person in einem anderen Körper anziehen, aber ganz egal, worauf du deinen Fokus legst, es wird sich vervielfachen, ja? Also für all die Leute, die das verstanden haben, die positiv angehaucht sind oder die wirklich tatsächlich neue Sachen in ihr Leben manifestieren möchtet, das ist der perfekte Zeitpunkt. Und für den Rest, der sich jetzt dabei ertappt und sagt, ich bin einer von den eher pessimistischen Menschen, auch ihr vervielfacht den Pessimismus, okay? Worauf wir achten sollten während dem Neumond. Also wie ich eben schon gesagt habe, schützt eure Nacken- und Halsregion. Aber Stier ist ein Erdzeichen und ein fixiertes Zeichen, ja? Und fixierte Zeichen mögen die Veränderung, den Wandel nicht unbedingt, beziehungsweise nur dann, wenn sie das wollen. Nicht, wenn der von außen unkontrolliert kommt, ja. Und Stier, das Zeichen Stier, kann dazu tendieren, Emotionen eher zu rationalisieren, anstatt sie wirklich zu durchfühlen oder zu durchleben, ja. Und das kann zu diesem Neumond dazu führen, dass ihr ein vermindertes Verständnis oder verminderte Empathie für die Menschen in eurer Umgebung habt, was deren Emotionen betrifft. Ja, also bitte erinnert euch daran, dass es trotzdem legitim ist, dass eure Leute fühlen, was sie fühlen. Auch wenn ihr euch vielleicht zurückzieht und euch denkt, boah, Mann, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, ja, lasst das nicht so raushängen. Zieht euch einfach zurück, antwortet dann, wann ihr eben Lust habt zu antworten. Aber ja, dieser Neumond kann für euch definitiv auch weniger Geduld mit sich bringen. Dann ein extremes Verlangen, Geld auszugeben. Ich bin von diesem Neumond, also meine Placements sind davon ganz stark betroffen. Ich habe schon vor 3 oder 4 Tagen zu jemandem gesagt, dass ich mich extrem am
Riemen reißen muss, weil ich möchte die ganze Welt kaufen. Ja, ich möchte alles kaufen, alles, was ich sehe, finde ich toll und schön und oh, das und oh, hier, das könnte ich auch noch und super, oh, ja, ja, ja. Nein. Mein Geldbeutel sagt nein, okay? Also abgesehen davon habe ich auch schon sowieso ein bisschen im Überfluss gelebt und man muss ja auch nicht seine Lage übertreiben. Man kann ja langsam tun, ja? Also es kann sehr gut sein, dass ihr ein extremes Verlangen habt, Geld auszugeben. Hier texten mir gerade einmal ein Schütze und ein Fischemensch, vielleicht für einige von euch relevant. Vielleicht bekommt ihr eine unerwartete Nachricht. Dann ein hoher Sex-Drive. Ja, es kann sein, dass ihr alle horny, horny, horny seid, okay? Ihr wollt mit den Glitzerzauberstäben wedeln und die Schmuckkästchen öffnen. Und es kann zur Frustration führen, denn es kann durchaus sein, dass einige von euch diesen Sex-Drive nicht ausleben können. Ja, für diejenigen, wo das so ist. Ich weise nochmal auf mein Conscious Club Video hin, wo wir genau über sowas gesprochen haben, wie man sexuelle Energie transmutieren kann und sie anders steuern kann, sodass es eben nicht in Dummheiten und Frustration resultiert. Ja? Moment, ich muss mir das aufschreiben, 15:57, damit ich das Video hier nochmal verlinken kann. Okay, dann aus Gewohnheit an alten Energien, das führt zurück zu manifestieren, aus Gewohnheit an alten Energien und Menschen festhalten, die deinen bisherigen Leid oder Mangel vervielfachen. Ja? Wenn ihr an solchen Situationen und Menschen festhaltet, dann wird auch das vervielfacht. Das, was diese Menschen euch bringen oder worauf ihr euch automatisch auch einlasst, denn jede Beziehung ist eine Two-Way-Street, wie man sagt, das ist keine Einbahnstraße. Das, was ihr zulasst, lasst es mich so formulieren, das, was ihr zulasst, wird das sein, was vervielfacht wird. Bist du also jemand, der sich auf dem Kopf rumtrampeln lässt, sich respektlos behandeln lässt, der Ewigkeiten sich darüber echauffiert, dass eure Person immer noch nicht ihr Verhalten verändert hat, nachdem ihr 580 Mal euch beschwert habt, aber nie was geändert habt. Es wird auch noch weitere 584 Mal passieren, weil Jupiter sagt, oh, das ist das, was du magst, lass mich dir mehr davon geben, okay? Also für diejenigen, die das nicht wollen, cut the shit out, okay, Freunde? Ich schließe jetzt meine Notizen, trinke mal kurz einen Schluck und dann gucken wir, was Tarot zu sagen hat. Also bis gleich. So Leute, also für einige von euch kann es so sein, dass etwas zerfällt. Das können Glaubenssätze sein, das können irgendwie Vorstellungen sein, die ihr hattet. Tatsächlich auch vielleicht Hoffnungen in irgendeiner Form. Ja, das Universum hat ja so seine Methoden, unsere Träume zerplatzen zu lassen, wenn wir es selber nicht rallen wollen. Warum sage ich das? Weil ich gerade mein Monddeck nehmen wollte und dann ist es mir erstmal komplett hier runtergerieselt. Ganz viele Karten haben sich gedreht, ganz viele Karten waren so rumgelandet und die Karten, die sich gedreht haben, da ging es immer um den totalen Wandel und vor allen Dingen auch sehr viel Glaube an das Göttliche, Glaube an das Unmögliche. Ich bin also gespannt. Lasst uns wissen, lasst uns schauen, was ihr für den Neumond in Stier wissen müsst. Ich hoffe, Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg, Neumond in Löwe. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, da kommen jetzt nicht wieder 10 Karten raus, aber das sieht doch schon mal gut aus hier. Das Ende einer schweren Phase. Vollmond in Steinbock. Und Steinbock macht auch irgendeinen Aspekt. Ich glaube aber nicht zum Vollmond. Er gibt dich dem göttlichen Vollmond. Ich glaube aber nicht zum Neumond. Also Leute, als allererstes mal, wenn ich jetzt hier nochmal Vollmond, Vollmond, Vollmond sage, ihr wisst, ich meine den Neumond. Ganz klar, okay? Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Vollmond sage. Vielleicht war es für einige von euch zum letzten Vollmond was passiert. I don't know. Das Ende einer schweren Phase, genau. Und ich hatte gesagt, Steinbock macht auch irgendeinen Aspekt. Ich weiß das aber gerade nicht so ganz genau. Ich glaube, das passiert auch nicht zum Neumond, sondern ein bisschen später im Monat. Aber Neumond, Vollmond, Löwe, Steinbock, hier, das ist ein Zyklus. Und Leute, denkt dran, ne, mit dem Manifestieren und so, was ich gesagt habe, das gilt nicht nur für ein paar Tage vor und nach dem Neumond, sondern den ganzen Monat lang. Der ganze Mai ist euer, okay? Manifestation May. Bitch, das liebe ich. Also, Neumond im Löwen. Lasst uns gucken. Karte Nummer 58 ergibt 13. Reduziert sich auf 4. 4 Stabilität, lieben wir. Was ist 4 für eine Zahl im Tarot der Herrscher? Kontrolle.
oder beziehungsweise eher Autorität und Kontrolle über die Dinge, Kontrolle übers Leben. Mantra ist, gönn dir eine Auszeit, um Spaß zu haben. Weitere Bedeutung dieser Karte, es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, was du zu bieten hast. Lass dein Licht erstrahlen, verwöhne dich, du hast es dir verdient. Du hast jemandem den Kopf verdreht. Also, verwöhne dich, du hast es dir verdient. Definitiv, ja, Fülle, Selbstliebe ist das absolute Thema, aber denkt an den Geldaspekt, okay, Freunde? Es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, was du zu bieten hast und lass dein Licht erstrahlen. Könnte definitiv für Menschen wie mich relevant sein, nämlich wenn du auf Social Media tätig bist, zeig dich da draußen, zeig, wer du wirklich bist, ja. Ich meine, das war doch auch, zeig dich, wer du wirklich bist oder so. Vielleicht war das das letzte Vollmond-Reading. Weiß ich nicht, müsst ihr mal gucken. Ich habe auf jeden Fall eins von den letzten Mond-Readings, hat irgendwie so einen ähnlichen Titel. Kann also sein, dass ihr da vielleicht nochmal hingucken müsst. Ja, ganz oft, wenn Leute in die Öffentlichkeit gehen, auf Social Media oder sonst irgendwas, dann überlegen sie sich ja, oh mein Gott, was kommt am besten an? Und ich kann euch eins sagen, von meiner Erfahrung her und von den Leuten, die ich um mich herum habe. Cut this shit out, okay? Macht euch keine Gedanken darüber, was kommt am besten an, sondern sei einfach du selbst. Das ist der einzige Weg, wie du dich von dem Rest der Masse abhebst, weil niemand kann du sein, ja? Leute können dich kopieren, aber Kopien müssen immer warten, bis das Original den nächsten Schritt macht, um ihren nächsten Schritt machen zu können, okay? Das einzige, also meiner Meinung nach, würde ich immer sagen, und das ist auch etwas, was man so beobachtet, wenn man egal was anguckt, ja, meiner Meinung nach sind die beliebtesten und die luxuriösesten Sachen immer die Sachen, die einzigartig sind, ja, oder zumindest an einem Punkt einzigartig gewesen sind, ja, und du bist einzigartig, wenn du dich genauso zeigst, wie du bist und nicht versuchst, so zu sein wie die anderen 500 Tarot-Menschen auf YouTube oder Beauty-Influencer oder keine Ahnung was, okay? Also, das Ende einer schweren Phase, Mantra ist, gib die Kontrolle auf und vertrau auf das Universum. Wir haben hier, ergib dich dem Göttlichen. Weitere Bedeutung dieser Karte, ein berufliches Projekt könnte jetzt zum Abschluss kommen. Gesteh es dir ein, falls du übertrieben nüchtern oder kompromisslos warst. Das erinnert mich wieder an diese, ich sag mal, Schattenaspekte vom Mond. Ja, guckt wirklich, was die Emotionen anderer betrifft, dass ihr ruhig macht. Finde ein Gleichgewicht zwischen Intimsphäre und dem übrigen Privatleben. Hör auf, das Schlimmste zu befürchten. Finde ein Gleichgewicht zwischen Intimsphäre und dem übrigen Privatleben. Leute, ich habe eben ja von der sexuellen Energie gesprochen. Ich musste gerade intuitiv direkt daran denken, ich finde den Zusammenhang jetzt nicht direkt. I don't know, vielleicht habt ihr ja für euch einen intuitiven Impuls. Also Leute, lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. Fokuskarten für den Neumond im Stier. Jetzt bin ich echt gespannt. Fokuskarten für den Neumond im Stier. Im Zeichen Stier. Clean it up. Das macht Sinn, wirklich alles rauszuschmeißen, was euch nichts mehr bringt. Das sage ich euch immer wieder. Aber das ist jetzt definitiv der perfekte Zeitpunkt, um es loszulassen. Und dann haben wir Truth be told und to the sea. So, mit Between Worlds auf der Rückseite des Decks. Das ist für mich so ein bisschen mit dieser Truth Be Told Karte, dass ich jetzt anfange, mich zu räuspern, ist interessant. Also einige von euch sollten den Fokus darauf legen, ihre Wahrheit zu sprechen und nicht immer zu versuchen, irgendwie vielleicht besser reinzupassen, indem man halt nichts sagt und ja, ich habe jetzt mal nichts gesagt. Cut the shit out, okay? Wie oft willst du dieses, ich habe jetzt mal nichts gesagt? Ich habe jetzt mal nichts gesagt, ist der Grund, warum Leute denken, sie können dir auf der Nase rumtanzen, okay? Einige von euch müssen definitiv ihre Wahrheit sprechen, müssen sich vielleicht auch von Verbindungen trennen und da ihre Wahrheit sprechen, wieso, weshalb, warum sie sich gerne aus dieser Verbindung trennen möchten, bevor ihr das
tut, beobachtet aber eure Emotionen. Ja, ich wollte gerade Informationen sagen. Eure Emotionen werden euch Informationen geben. So, und zwar ist hier ganz wichtig, dass ihr das ähnlich handhabt wie beim Meditieren, Emotionen kommen und gehen zu lassen. Du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Emotionen. Ja, ich musste das in meinem Leben erstmal lernen. Ich habe früher immer gedacht, dass das, was ich denke, dass es auch real ist und dass das, was ich fühle, definitiv auch real ist. Und so bin ich auf jeden Gedanken und jede Emotion auch voll eingegangen. Ja, aber das ist Quatsch. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Emotionen. Gedanken und Emotionen kommen und gehen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und je besser man lernt, still zu sein und das einfach kommen und gehen zu lassen, ohne sich jedes Mal mit wegschwemmen zu lassen, desto mehr Balance findet man in seinem Leben. Ja, und es ist immer interessant zu beobachten, welche Emotionen kommen und gehen. Daraus kann man sehr viel schließen. Ja, aber ihr könnt das nicht, wenn ihr euch mitreißen lasst von jedem Gedanken und von jeder Emotion. Da könnt ihr keine Neutralität bewahren und somit vielleicht hier auch nicht so gut entscheiden, wer in eurem Leben noch weiter an eurer Seite sein soll und wer nicht. Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg, das habe ich hier gerade nochmal mit dieser Clean It Up und dieser Truth Be Told Karte. Hier ist ganz wichtig, wer fördert euer Selbstvertrauen in eurem Leben und wer nicht? Ja, wer suggeriert euch immer, dass ihr vielleicht kleinere Brötchen backen solltet, dass ihr bescheidener sein solltet, dass ihr doch mal Sicherheit in eurem Leben euch, weiß ich nicht, herstellen solltet. Ja, ich meine, Sicherheit ist wichtig und das war auch ein Thema in den Notizen zu diesem Mond, ja. Aber die Frage ist, wie viel Erfolg kann man bekommen in seinem Leben, wenn man immer vom Sicherheitsaspekt ausgeht? Okay? Noch kein Mensch, der wirklich Erfolg in seinem Leben hatte, hat auf Sicherheit gepokert, ja. Menschen, was weiß ich, von mir aus das Modehaus Dior, ja, die haben nicht mit Sicherheit gearbeitet. Bitcoin-Menschen zum Beispiel. Ich habe einen alten Klassenkameraden, jemand, der in meiner Schule war, der ist jetzt Bitcoin-Millionär, ja. Ich war mit dem Typen, das wäre jemand, von dem ich es am allerwenigsten gedacht hätte, ja. Der ist jetzt Bitcoin-Millionär. Ich werde den Namen nicht nennen, aber für die Bitcoin-Menschen, die wissen, wer das ist. Und der Junge hat definitiv nicht auf Sicherheit gepokert, ja. Wie viel bringt euch Sicherheit oder der Sicherheitsaspekt, euch so sehr darauf zu verlassen, in dem, was ihr wirklich tun wollt, in eurem, ich sag mal, eurer Herzensweg, ja. Ist euer Herzensweg mit Sicherheit zu kombinieren? Ja, wenn ich darüber nachdenke, mein Herzensweg ist nicht mit Sicherheit zu kombinieren. Ich habe hier auf YouTube keine Sicherheit in diesem Sinne, ja, oder mit meinen privaten Readings. Aber ich brauche das auch nicht, weil ich finde Sicherheit in dem, dass ich etwas tue, was mein Herz mir sagt, was ich tun soll. Das ist alle Sicherheit, die ich irgendwie brauche. Ich weiß es nicht, Leute. Lasst uns gucken. Das Glück liegt im Leben selbst. Du entscheidest in jedem Moment selbst, wie du dich fühlst. Denn Glück ist eine Sache deines Denkens. Okay? Und das ist für Team Manifestation People. Ja? Und diejenigen, die sich da drin probieren. Ich weiß, dass es am Anfang sehr, sehr schwer ist zu verstehen, besonders wenn man neu in diesem ganzen Ding drin ist und man wahrscheinlich aus einem Platz der Verzweiflung und des Mangels kommt, ja, dann versteht man dieses ganze Gesetz der Anziehung, Gesetz der Annahme, Gesetz der Resonanz etc. Das ist super viel und man versteht ganz oft ganz wenig, bevor man super frustriert ist. Aber ja, da werde ich im Conscious Club ein Video zu machen. Ihr könnt ja mal ein Auge darauf halten, denn im Grunde könnt ihr das, also es ist wichtig, das zu verstehen, aber es ist nicht wichtig, das auch immer anwenden zu müssen, ja, und ich werde euch dazu einen Trick zeigen. So, zweite Karte ist, es ist immer der richtige Zeitpunkt und immer der richtige Ort. Verschiebe nichts auf später, erledige, was zu erledigen ist. Und das hier möchte ich auch nochmal aufgreifen für diejenigen, die nach dem Konzept leben, richtige Person, falscher Zeitpunkt. Das gibt es nicht. Es ist genau der richtige Zeitpunkt und vielleicht auch die richtige Person für dich und es ist vielleicht auch richtig, dass du nicht mit dieser Person zusammenkommst zum jetzigen Zeitpunkt und vielleicht auch nie, wenn es sein muss, ja, wenn das Universum das so gedacht hat. Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Die Frage ist, nimmst du das auch so an und guckst, was du aus dieser Situation gerade lernen kannst oder was du davon mitnehmen kannst oder was sie dir vielleicht aufzeigen soll? Oder verpackst du das Ganze unter, ach, richtige Person, falscher Zeitpunkt. Deswegen kann ich jetzt die nächsten 5 Jahre oder 5 Monate schmollen und weinen und mich in meinem Leid suhlen und der Person immer wieder nochmal texten und nochmal versuchen, es anwenden zu lassen, obwohl es nicht funktioniert, okay?
Auf der Rückseite des Decks haben wir die Mäßigkeit, Karte der Schützen, das wäre der nächste Vollmond. Dahinter. Okay. Dahinter der Mond, nachdem ich gerade gesagt habe, ist der nächste Vollmond. Dahinter der Bube der Kelche und der Wagen. Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass ich auf Kamera bin, Leute. Alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Okay? Auf jeden Fall, der nächste Vollmond könnte vielleicht für einige von euch mit irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, entweder ein tatsächliches Angebot einhergehen oder ein spirituelles, universelles Angebot in Form von einer Erleuchtung oder einem neuen Aufschwung, den ihr bekommt, bezogen auf eure Manifestierung. Aber Karte der Schützen, die Mäßigkeit ist der Alchemist. Ja? Der Alchemist kann aus alt neu machen, beziehungsweise aus dem, was jetzt ist, etwas ganz Neues kreieren, wo niemand anders gedacht hätte, dass es denn auch möglich ist. Ja? Schaut also, was könnt ihr kreieren aus dem, was ihr jetzt habt. Es ist auch so ein bisschen göttliche Energie in diesem Sinne, ja, weil wenn man so möchte, dann kann man sagen, dass hier aus Bronze Gold gemacht wird. Ja? Und wir wissen ja alle, dass das eigentlich nicht funktioniert. Also lasst uns gucken. Was kommt auf das Kollektiv zu zum Neumond in Stier? Der Eremit mit dem König der Schwerter und den sieben Kelchen und die zwei der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Das finde ich richtig interessant, denn der Eremit ist das Zeichen, repräsentiert das Zeichen Jungfrau. Das ist Innenschauen, ja, sich wirklich zu überlegen, das ist auch Isolation, in Isolation sich zu begeben, ein bisschen sich zurückzuziehen, wirklich zu überlegen, ja, hier, ihr könnt hier sehen in der Illustration, hier sind die Berge, die repräsentieren Blockaden, ja, hier ist so ein bisschen verschneiter Weg und es ist recht dunkel und er geht und er folgt quasi dem, was er für sich als sein, ja, seinen Weg sieht, ja, der Stern leuchtet ihm den Weg quasi. Es ist also ganz wichtig, dass einige von euch hier nochmal in sich gehen. Ich habe ja eben auch gesagt, ganz besonders für diejenigen, die Energiearbeit machen, die hier in irgendeiner Form tätig sind oder die auch nur hobbymäßig der Coach, Therapeut, Mentor, Mediator, wie auch immer, der Familie oder der Freunde sind. Es ist jetzt gerade Zeit für euch, in euch eure Energie zurückzunehmen und mal zu gucken, ob wie es mit euch ist. Ja, ob es mit euch alles in Ordnung ist, ob ihr euch gut fühlt, ob ihr da auf dem Weg seid, wo ihr eigentlich hin wollt, ob ihr eure Ziele verfolgt, Hoffnung, Wunscherfüllung, was sind eure Manifestierungen, was möchtet ihr manifestieren, ja? Schaut mal jetzt gerade auf euch. Dann mit dem König der Schwerter ist hier Strategie erfordert und auch vor allen Dingen sehe ich das so ein bisschen als Nichtstun. Ja, ihr könnt ja hier sehen, er sitzt still in seinem Thron, hier fallen die Blätter runter, es ist um ihn herum, ist Bewegung, aber er beobachtet einfach nur das Geschehen. Ja, so beobachtet das Geschehen, schaut, was tut euch gut, was tut euch nicht gut. Hier auch gehe ich nochmal zurück zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Fakt, dass ich gesagt habe, es ist ein guter Zeitpunkt, um zu manifestieren, um Ziele zu setzen und vielleicht auch nochmal zu gucken, wie nah bin ich an meinen Zielen dran, ja, weil der König der Schwerter, der macht genau das, der beobachtet alles und erst wenn er sich klar geworden ist, erhebt er sich und geht seinen Weg, ja. Mit sieben der Kelche muss der König der Schwerter hier vielleicht auch einfach durch verschiedene Optionen durchschneiden, Verwirrung durchschneiden. Für mich ist es aber auch zu diesem Neumond ein Zeichen von Fülle in dem Fall, ja. Es ist eigentlich keine Karte der Fülle, aber ihr habt hier ganz viele Kelche, ja, die gefüllt sind mit irgendwelchen Dingen, wo es an euch ist, zu entscheiden, welche Kelche davon hier in Zukunft für euch noch irgendwie, ich sag mal, einen Nutzen haben. Ich weiß gerade nicht, warum. Das hatten wir doch hier gar nicht, oder? Nee. Ich habe eine Mondkarte im Kopf, die heißt Geben statt Nehmen. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das entweder Neumond oder Vollmond in Jungfrau. Und aus geben statt nehmen, Neumond in der Jungfrau. Ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, wir müssen aus dem Buch lesen und dass da irgendeine Botschaft ist, die hier irgendwie für die zwei der Stäbe wichtig ist. Ich habe keine Ahnung warum, das ist auch ein First Time. Karte Nummer 60, 6, die Liebenden.
Eine Entscheidung. Mantra ist: Kehr zurück zu gesunden Morgen- und Abendroutinen. Langsam treten Verbesserungen in Erscheinung. Achte auf die Details, wenn du erfolgreich sein willst, ohne pedantisch zu sein. Das ist wichtig. Mach dich für andere nützlich, dann finden Geld und Liebe zu dir. Auf die Person, der deine Frage gilt, kannst du dich verlassen. Und hinter den zwei der Stäben sind die drei der Münzen. Und aber auch die drei der Schwerter sehe ich hier gerade. Es kann also sein, dass einige von euch die Entscheidung treffen müssen zwischen Zusammenarbeit, zwischen, okay, die Person möchte ich noch in meinem Leben und zwischen, nee, die Person gibt mir oder bereitet mir Herzschmerz in irgendeiner Form. Und das hatten wir eben bei den Fokuskarten auch schon. Dass ich gesagt habe, überlegt mal, wer in eurem Umfeld tut euch gut und wer stärkt hier euer Selbstvertrauen. Ja, ihr müsst immer daran denken, versucht das objektiv zu betrachten. Ich weiß, es ist mega schwer, aber denkt immer daran, dass Menschen, die euch schlechte Ratschläge geben oder euch versuchen klein zu halten, eigentlich nur aus ihrem Trauma heraus labern. Okay, das Jappa, 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 was bei denen da aus dem Mund kommt, sind Glaubenssätze, die aus einer Traumabubble und wahrscheinlich aus einem ungeheilten inneren Kindmund stammen. Ja, und wie ernst kann man das nehmen? Gar nicht ernst. So, das Zeichen Jungfrau. Erklärt mit der Mäßigkeit, Leute. Ich denke, dafür muss ich nicht viel mehr sagen. Ass der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Das ist Löwe, Schütze und auch Widderenergie. Aber hier kann ganz klar mit zwei der Münzen und zwei der Kelche. Und da ist der Magier mit dem Herrscher. Das haben wir alles eben gesehen. Venus in Krebs, Zwillinge. Wir haben hier Widder. Es kann sein, dass das Universum euch einen Neustart mit jemandem reicht, ja, oder vielleicht auch mit einer ganz neuen Person. Ich sage einen Neustart, weil die Mäßigkeit kann auch Heilung repräsentieren, ja. Und Heilung kann man nur in einer Situation erfahren, wo vorher etwas kaputt gegangen ist. Ich sehe gerade auch hier die Sonne im Hintergrund aufgehen, ja. Und die Sonne war Thema bei den numerologischen Sachen oder bei den Tarot-Sachen, die ich im Astro-Update mit reingebracht habe. Es kann also wirklich sein, dass ihr Innenschau betreiben müsst auf Dinge, die jetzt gerade in eurem Leben sind und wo ihr überlegt, ob ihr die Sache noch mal heilen möchtet oder noch mal neu anlaufen lassen möchtet oder nicht. Möchtet ihr das quasi füttern? Entsteht da Fülle für euch heraus oder ist das wieder ein Verlust und eigentlich nur vergebene Hoffnung? Ja? Ritter der Schwerter erklärt mit vier der Schwerter auf dem Kopf. Wartet, Leute, da möchte ich noch eine Karte zu. Warum auch immer, ich denke, ihr bekommt hier Klarheit in irgendeiner Form. Nach dieser Phase des Rückzugs werdet ihr Klarheit bekommen, denn ich habe hier ein bisschen was Abgefahrenes. Ihr seht ja hier den König der Schwerter mit dem einen Schwert in der Hand. So, und hier in dieser Karte seht ihr, dass hier drei Schwerter hängen und ein Schwert hat er hier auf sich liegen. Ja? Wenn wir die Karte jetzt drehen, logischerweise, also ihr, Moment mal, ihr seht hier, die Person ist schlafend oder tot dargestellt. Ja, und für mich ist das so ein bisschen nach einer Phase des Rückzugs, des Totstellens, des Schlafens, um in die Phase, also es ist ein bisschen wie ein Erwachen, ja, wie Jesus, der nach 3 Tagen tot aufsteht, okay, ich bin erstmal tot und dann, bumm, komme ich in die Position des Ritter, des König der Schwerter, ja, bekommt Klarheit nach einer Phase des Rückzugs, die sich auf ganz offensichtlich jetzt die dann endet, weil die Karte ist falsch rum und er bekommt Klarheit in einer Sache. Jemand hier weiß vielleicht, welchen Kelch er zu wählen hat. Erfolg. 6 der Stäbe auf der Rückseite des Decks mit dem Tod und 4 der Stäbe. Und da ist das Ass der Stäbe. Ich sag's euch, Leute. Ihr werdet hier eine erfolgreiche Transformation oder eine erfolgreiche Gedankentransformation oder eine erfolgreiche Innenschau bekommen, die euch dazu führen wird, zu selektieren, mit wem ihr weiterhin zu tun haben möchtet und mit wem nicht. Besonders für diejenigen, die irgendeine Form von Ruhm
genießen. Ob das jetzt ist, dass du auch Social Media machst oder ob das ist, weil du irgendwie, was weiß ich, der Staranwalt bist oder du bist der beste Mitarbeiter des Jahres oder du arbeitest irgendwo, wo du auf eine beliebte Marke super viel Prozente bekommst und deswegen sind, ja, irgendwie sowas. Ihr werdet für euch rausfinden, du kannst auch einfach nur ein besonders gut aussehende Frau oder Mann sein. Ja, die sind immer begehrt, wir sind immer begehrt, okay? Wenn du attraktiv bist, dann werden alle Menschen auf dich zulaufen, gut aussehende, weniger gut aussehende für deinen Geschmack, Leute mit Grips, Leute ohne Grips, Leute, die absolut überhaupt gar nichts auf deiner Frequenz zu suchen haben und Leute, die auf deiner Frequenz etwas zu suchen haben. Ja, die alle werden dich wollen und da gilt es dann zu selektieren, denn auch alle werden dir das erzählen, was du hören möchtest, okay? Sieben der Kelche erklärt mit Bube der Münzen, neun der Schwerter und acht der Schwerter mit dem Gericht auf der Rückseite des Decks. Passt auf davor, euch nicht, ja Leute, Gericht, der Hierophant dahinter, die sieben der Schwerter mit dem Teufel. Das wollte ich gerade sagen. Ihr müsst aufpassen davor, euch nicht süße Lügen erzählen zu lassen. Ja, damit ihr hier in einer, ich sag mal, mentalen Gefangenschaft bleibt, Bestätigung, die jemand anderem zugute kommt. Einige von euch werden die Klarheit darüber bekommen, dass jemand die ganze Zeit Jappa, Jappa, Jappa gemacht hat und euch irgendwelche Angebote, Jappa, Jappa heißt übrigens bla bla, ne? Oder euch irgendwelche Angebote gemacht hat, wo nichts dahinter ist. Denn der Hierophant mit sieben der Schwerter und dem Teufel ist ganz klar ein Zeichen dafür, für mich hier, dass jemand hier zwar versteht, dass hier eine Lektion in dem Ganzen ist, aber sich trotzdem wieder selber sabotiert, beziehungsweise jemanden sabotiert, um hier seine Verlangen zu stillen, seine egoistischen Verlangen. Und das ist egal, ob du das bist oder deine Person, ja. Es kann sehr gut sein, dass einige von euch hier zu wählen müssen, wer tut mir wirklich gut mit dem Hierophant, ja. Wer hier gibt mir wirklich in meinem Leben eine Lektion oder eine Art Wandel, die ich für mich integrieren kann und was mir gut tut, was positiv ist für mein Weiterkommen und wer hält mich eigentlich hier in meiner Schattenenergie? Und das hier kann übrigens auch für einige von euch kommt Betrug auf euch zu. Denn ich habe eben von diesem extremen Sex-Drive gesprochen und einige hier werden nicht in der Lage sein, dem standzuhalten. Bezieht sich spezifisch auf Männer, denn meistens sind es Männer, die absolut keine sexuelle Disziplin mitbringen. Übrigens, das ist noch für Männlein und Weiblein, für diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit sexueller Disziplin, das ist vielleicht etwas, wo ihr hinschauen solltet, zu diesem Neumond, beziehungsweise wo ihr euch vielleicht vornehmen könnt, hier andere Glaubenssätze zu implementieren oder alte Glaubenssätze loszulassen. Denn diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit sexueller Disziplin, sind auch ganz oft diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit den Finanzen. Ja? Es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht in der Lage seid, viel Geld zu machen, aber nicht dieses viele Geld dann auch zu investieren oder zu halten. Oder ihr seid diejenigen, die kein Geld machen und trotzdem viel, viel mehr Geld ausgeben, zum Beispiel. Ja? Oder alle um euch rum haben irgendwie Erfolg, nur ihr nicht. Ja? Oder ihr habt ständig irgendwelche Schulden oder was weiß ich was. Das sind Leute, die Probleme haben mit sexueller Disziplin. Ob das jetzt in Form von Betrügen ist, ob das in Form von sich ewig auf die falschen Leute einlassen ist. Social Media, Dating-Apps, das ist auch noch was, das hätte ich wahrscheinlich am Anfang sagen sollen, das kommt mir aber jetzt gerade erst in den Kopf, ist absolut anti-Venus. Ja, für diejenigen, die auch im Conscious Club Venus, das Venus-Upgrade oder Venusian-Upgrade sich angeguckt haben. Dating-Apps sind absolut nichts, das hat nichts mit femininer Energie zu tun. Das katapultiert dich in deine maskuline Energie. Folglich wirst du dann wahrscheinlich auch auf dieser Basis anziehen, ja. Es ist ja eher zum Nachteil für diejenigen, die ihr Venus-Zeichen upgraden wollen oder die sich aus ihrer Venus-Energie heraus upgraden wollen. Das hat mit Ästhetik, sexuellen Dingen, romantischen Dingen, finanziellen Dingen zu tun. Ihr tut euch mit Dating-Apps keinen Gefallen.
Ja, kann ich auch noch mal näher drauf eingehen, vielleicht in Zukunft. Naja, jedenfalls, ich glaube, das Video ist jetzt lang genug, Leute. Ich hoffe, ihr habt Klarheit bekommen. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Checkt den Conscious Club ab. Ihr könnt meine Instagram-Seite abchecken, wenn ihr, oder Seiten abchecken, wenn ihr das möchtet. Genau, wer ein privates Reading haben möchte, der findet meine Website in der Infobox. Aber Leute, first things first oder first come, first serve. Irgendwie so heißt es. Ich werde jetzt erstmal um die Montage canceln und nicht available sein. Okay, Freunde? Schaut also für diejenigen, die es dringend nötig haben und die sagen, nee, ich will jetzt unbedingt ein Reading, werft einen Blick in meinen Kalender und guckt, dass ihr euch bereitet. Okay, Freunde? Also, wie immer, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Bye-bye.